Servus und habe die Arena. Herzlich willkommen. Jawohl, es dreht sich alles ums Getriebe. Habe ich das erwähnt? Es dreht sich ums Getriebe. Genau. Ich möchte euch heute eine Über- und eine Untersetzung zeigen und einen relativ einfachen Weg, um etwas schneller und etwas langsamer zu machen. Genau. Legen wir los. Ich würde sagen, zuerst oben die Windmühle. So, da ist ja schon was vorbereitet. Und zwar haben wir hier eine Welle nach unten. Und ich würde sagen, wir klatschen da jetzt mal das Geding drauf. Als Geding, oder gesagt, das Geding, das Gedong. Das hier kommt danach wieder weg. Seht ihr aber gleich warum. Wir bauen jetzt mal den Maximalausbau an, ja, an Leistung, was wir wegkriegen. Das sind 400 kN im Maximum. Immer von der gegenüberliegenden Seite arbeiten. Sonst gehen ja diese Rotoren nicht. Aber das könnt ihr selber rausfinden. Interessant wird es jetzt dann beim Getriebe. Ich meine, das hier sollte den einen oder anderen schon bekannt vorkommen. Wir bauen jetzt hier ein Getriebe mit 4 Rotorblättern. Die kann man natürlich x-beliebig erweitern. Und wir machen das einfach mal fix. Ihr seht jetzt hier, hier läuft der. Wir können den dann hier dran bauen. Jetzt haben wir hier 74% bei 190, bei 100 kN. Dann könnt ihr ausrechnen, was ihr unten an Kraft da ankriegt. So, weil es so schön ist. Blablabla. So, tada, dann hätten wir auch schon unser Monster an Kraft parat. So, und jetzt wird es eigentlich wirklich interessant. Hier unten legen wir mal los und schauen uns eine Über- und eine Untersetzung an und dann bauen wir miteinander schnell ein Getriebe mit einer einfachen Umschaltung. Genau, hier haben wir jetzt unser erstes Zahnrad und jetzt wird es interessant. Wir haben die Möglichkeit, unten noch ein Zahnrädchen dran zu bauen, nennen wir es mal so. Und hier sieht man eigentlich ganz schön, wie Über- und Untersetzung funktioniert. Hier haben wir viele schnell drehende Zähne, hier unten wenig langsam drehende Zähne. Und ich würde sagen, wir zimmern mal ganz kurz noch so ein Rädchen hier rein. Und zwar so. Wahrscheinlich genau daneben. Ich habe es mir gedacht. Hier müssen wir hin. So. Zack, zack, zack. Und jetzt sieht man eigentlich, genau hier, schön, wie es funktioniert. Eine Untersetzung, im wahrsten Sinne des Wortes unter. Ihr müsst zuerst das hier montieren und dann könnt ihr das, das hier montieren. Und zwar hierhin. Und somit haben wir unsere erste Untersetzung. Wir machen das mal weg. Und zwar von einem kleinen Zahnrädchen über ein anderes Zahnrädchen auf das große Zahnrädchen. Und hier sieht man eigentlich relativ schön, wie sich dort das Ganze verhält. Von schnell auf langsam. Das heißt, hier sinkt die Drehzahl und das Drehmoment steigt. So, machen wir das Ganze noch schnell andersrum, damit ihr seht, ich erzähle euch hier keinen Quatsch, sondern erzähle euch nur die Wahrheit. Die Wahrheit und nichts als die Opala. Und nichts als die Wahrheit. Wir machen jetzt das Gleiche in grün, nur anders. So, zack, das sollte passen, genau, wir hauen hier das raus, machen das gleiche hier rein, zack, und hier hin, zack, und schon läuft der Hobel. Und wie man es hier sieht, das Ding hier läuft bedeutend schneller, hat aber nicht so viel Drehmoment und ist aber eher für den Pulverizer gedacht, genau, als für den Hammer. Gut. Mit diesem Wissen reißen wir mal schnell wieder alles ab. Wir sind jetzt einen Block entfernt von oben, denn ich möchte natürlich auch die normale Geschwindigkeit abnehmen. Geht eigentlich auch so. Ihr könnt hier, wenn ihr genau unter der Mitte das abnehmt, könnt ihr relativ einfach das Zahnrädchen dran bauen. Und dann haben wir hier eigentlich auch schon unsere erste Welle. Man sieht es jetzt hier nicht so gut. Aber hier unten drunter, ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Hier unten drunter ist jetzt das kleine Zahnrad, hier das große. Ich habe es nur um 1 nach unten gestellt. Und jetzt können wir hier eigentlich schon die langsame Geschwindigkeit abnehmen. Zack. Und das Ding hier ist schon langsam. So, das ziehen wir uns jetzt einfach mal hier raus. Und natürlich wollen wir dann auch die schnelle Geschwindigkeit abnehmen. Das heißt, ich baue jetzt das Ganze hier nochmal um ein Stück nach oben. Also hier 2. Zack. Da. Klack, klack. Dann kommt hier unser Zahnrädchen dran, hier das. Das ist genau das gleiche, was wir vorhin eben gebaut haben, nur ein Stück weiter nach unten. Und jetzt möchte ich natürlich hier die Geschwindigkeit abnehmen.
Jetzt kann man sich überlegen, braucht man die Geschwindigkeit, oder die. Das hier nehmen wir nochmal weg. Wir machen nämlich jetzt drei Geschwindigkeiten. Die gehen nämlich hier mit. Und zwar gehen wir her, nehmen uns die langsame Geschwindigkeit hier ab. Die schnelle Geschwindigkeit nehmen wir uns dann hier ab. Das funktioniert dann eigentlich fast so ähnlich. Und zwar hier. So. Und so. Und jetzt brauchen wir noch die schnelle. Und die nehmen wir uns genauso hier ab. Wir gehen hier hin. Zack, zack. Das können wir wieder weghauen. Und dann seht ihr schon, das war's dann auch schon. Und wir haben die Möglichkeit, Und wir haben jetzt schon die Möglichkeit, hier drei Sachen abzunehmen. So, ich würde sagen, wir machen das wirklich so, dass wir hier 1, 2, 3 nebeneinander haben. Noch auf drei Höhen, ihr könnt es natürlich ändern. Das könnt ihr machen, wie ihr lustig seid. Jo, wir gehen hier runter. Ich würde sagen, wir legen das alles hier hin. Hier, hier und hier. Das kann man jetzt relativ schön und einfach umlegen. Und zwar brauchen wir hier noch eine Welle rein. Hier brauchen wir keine Welle, seht ihr aber gleich. Und hier die Welle nehmen wir auch. Wir brauchen hier keine Welle, weil wir hier rangehen. Wartet, machen wir mal schön, dass man es auch sieht. Hier dran und schon läuft das Ding hier auch. Und das gleiche machen wir dann hier noch dran. Zack. Und hier noch dran. Und somit läuft die hier auch. Wir haben jetzt überall einen Block frei. Dann würde ich sagen, holen wir uns hier das Getriebe selber. Können hier 1, 2, 3. Und jetzt seht ihr schon, wir haben drei verschiedene Geschwindigkeiten und die legen wir uns jetzt auf ein großes Zahnrad. Das heißt, eins frei, weil wir brauchen hier noch ein Stück Welle. Die Welle hier rein. Das Zahnrad hier dran. Das gleiche machen wir dann hier. Zack, zack. Und jetzt wird es interessant. Ihr braucht nämlich hier gar keine Verbindung, seht ihr? Ihr könnt hier einfach geradeaus hingehen und mit zwei von diesen Eckverbindern funktioniert das einwandfrei. So, das gleiche machen wir hier. Zack, zack. Es ist aber ein ziemlich einfaches Getriebe. Man könnte es noch schöner machen, aber ich würde sagen, es ist für den Anfang mal gar nicht so schlecht. Wir hauen eine Kupplung rein, in dem Fall drei Stück. Ist jetzt ein bisschen aufwendiger. Man könnte es auch mit einer Kupplung machen und bedienen, wäre aber dann aufwendiger. Und man bräuchte mehr Möglichkeiten hier oben abzunehmen. Genau. Aber wie ihr seht, wir haben jetzt hier schon ein komplett einsatzfähiges System. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir hier ab. Hier könnten wir es dann nochmal verteilen. Das können wir eigentlich, auch gleich machen. Ich zeige euch das noch kurz. Wir braucht zum Abnehmen immer ein großes Zahnrad. Ihr kommt gar nicht rundum um das große Zahnrad. Und dann könnt ihr es hier nochmal verteilen auf zwei. Einmal hier rüber. Zack, mit einem Getriebe. Und einmal hier rüber mit einem Getriebe. Und dann bauen wir uns mal ganz kurz einen Pulverizer und einen Hammer auf. Zack. Für den anfänglichen Hausgebrauch würde ich euch nicht empfehlen, so viele Kupplungen einzubauen, sondern direkt zu übersetzen und dann einfach hier so ein Ding rauszunehmen, woanders einzusetzen. Geht genauso. Hier dran und hier dran. So, jetzt könnten wir theoretisch, weil wir viel Kraft brauchen, das hier einkoppeln. Dann geht das hier relativ langsam, wie ihr seht. Wir können uns noch einen Amboss holen, wenn wir wollen. Genau. Aber wir können natürlich ja umkoppeln. Wir gehen hier raus und gehen auf die mittlere Geschwindigkeit. Na komm, zack, einkoppeln. Jetzt haben wir einen Amboss drunter. Jetzt hört sich das auch noch was an. Genau. Und wir sind hier auf der mittleren Geschwindigkeit. Wir gucken mal, ob wir den einen Amboss auch mit der schnellen Geschwindigkeit hinkriegen. Normalerweise sollte die Kraft reichen. Ah, wie ihr seht, es ist nicht so gut. Wir könnten mal kurz gucken, was wir denn haben. Wir haben hier 89% bei 100 kN. Also das ist je nachdem. Wird auf jeden Fall langsamer. Genau. Wie man sieht,
Ah, komm hoch. So, wie man sieht, koppeln wir das noch ein und koppeln wir das aus. Wir sind hier langsamer. Obwohl, es geht genauso gut. Da müsst ihr ein bisschen spielen. So, auf der Seite hier bauen wir uns jetzt mal schnell unseren Pulverizer. Zack, 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 zack. So. Sollte reichen. Wir können den jetzt auch noch mit dazu koppeln. Wie ihr seht, die mittlere Geschwindigkeit. Wir haben jetzt hier eine Windstärke von ungefähr 50, zwischen 50 und 70% bei 100 kN. Mit 4 Segeln läuft es relativ easy dahin. Jetzt koppeln wir mal kurz den hier aus. Jetzt wird es hier ein bisschen schneller. Aber wir haben ja noch eine andere Geschwindigkeit. Wir koppeln hier aus und hier ein. Und jetzt läuft der wie Butter. Und hier kann man auf jeden Fall wahrscheinlich noch einen zweiten mit dazu hängen. Wie ihr seht, das ist gut. Ich habe das Ganze nochmal ausprobiert mit noch einer Übersetzung. Da ist es aber dann wichtig, dass ihr noch mehr Kraft habt, denn dann wird das Ding hier noch schneller und es ist fast nicht mehr zum Durchleiten. Genau. Soweit so gut. Das wäre es eigentlich mit dem Special für ein einfaches Getriebe. Ihr braucht hierfür aber auf jeden Fall ganz viel an Harz und Material, wie zum Beispiel Fett, einen Meißel, eine Säge, Holz und so weiter und so fort. Also das ist richtig aufwendig, denn ihr habt hier relativ viel an Mechanik, die ihr braucht. Genau, das wäre es jetzt von mir. Hier verlinke ich euch natürlich die Sache vom ersten Tag, wie so ein erster Tag ablaufen kann und eventuell noch ein anderes Special, aber das sehen wir dann, je nachdem, was ihr noch haben wollt. Dann würde ich sagen, bis dann, haut rein, euer Fuchs.